Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir müssen hier jetzt dieses eine Schiff hier durchsuchen. Ist auch ein cooles Schiff, muss ich ehrlich sagen. Oh, ich müsste mein Schiff wirklich mal richtig vernünftig ausbauen. Also bisher ist es nur ein großer überdimensionierter Kasten, was ich da habe. Das sieht sportlich aus, das hier. Ich müsste mal in diese Richtung bauen. Boah, ich schau mal, wie ich mein Schiff umbaue. Definitiv. Die Anansi. Zum Abflug, Captain. Abflug? Wir müssen hier nur durchsuchen, ja? Wir müssen das jetzt nicht klauen. Beschlagnahmen? Können wir das dann haben? Du gehörst zu UC Security? Dann ja. Tuli, du legst dich mit dem Falschen an. Sag deinem Boss einfach, dass du hier nichts gefunden hast. Nee, ich muss hier schon wirklich nach Schmuggelware suchen. Auch wenn die jetzt gerade nicht froh sind, dass ich hier bin. Aber die Sarah ist ja mit uns unterwegs, das heißt, wir haben zur Not Rückendeckung. Hä, die kennen wir doch, die sieht doch... Suchst du etwa was? Was? Oha! Das ist geil. Wenn man hier auch nochmal runter kann. Boah, ich will mir das Schiff mal richtig ansehen. Warte mal, dann machen wir mal so. Verschwinde lieber. Ist besser für dich. Die haben hier eine Zelle, auf jeden Fall. Ich will das Schiff haben. Mach es dir nicht schwerer als nötig. Der kam schon bewaffnet hier rüber. Okay, ich gehe da mal lieber. Ich wollte es mir nur ansehen. So, Kiste mit Schmuggelwaren. Du hast mich erwischt, Officer. Meine Tage als Kartoffelschlepperin sind dann wohl gezählt. Aber vielleicht reicht es dir ja schon, mir einen Klaps auf die Hand zu geben. Was meinst du? Wie wäre es mit einem Deal? Ich mache keine Deals mit Verbrechern, weil Sarah gerade da ist. Also gut. Ist deine Entscheidung. Doch jetzt wirst du für sie bezahlen. Kann ich dann das Schiff behalten? Du hast dir nichts zu suchen. Das hast du davon. Großer Fehler. Mein Schiff kriegst du nicht. Doch, ich will das Schiff haben. Ja, das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Ne? Ey! Die wollte ich killen. Hey, das ist unfair. Unten wahrscheinlich, ja? Hä? Hier geht's noch weiter. Ich will das Schiff haben. Na, nächstes Mal. Okay, also tut mir leid, dass die jetzt tot ist. Hätte ich gerne lieber festgenommen. Aber guck mal, hier gibt's eine Zelle. Gehe ich mal von aus, dass eine Zelle. Zwei Zellen. War wohl falscher Alarm. Ich nehme aber alles hier mit. Ich will das Schiff haben, wirklich. Spinnt das Captain, müsste dann hier sein irgendwo, ne? Ich kann es nicht haben.
gehe mal von aus, dass er hier ist. Du bist tot! So, haben wir. Nehmen wir alles mit. So, Sarah, haben wir erledigt. Gibt's nichts mehr. Ich hoffe, ich kann wirklich das Schiff behalten. Wenn du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Sie hat was für mich? Ja. Hast du was Gutes für mich, Sarah? Willst du was geschenkt haben? Hyperkatalysator hinzugefügt. Oh, danke schön. Dann mal tschüss. Traumapack? Nein. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Ja, ich werde gleich verkaufen gehen. Keine Sorge. Aber erstmal zu Sergeant Yumi. So, beziehungsweise jetzt ein bisschen langsamer. Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Jetzt gucken wir die ganze Zeit nach rechts. Die Sicherheit ist meine oberste Priorität. Dann schönen Aufenthalt. So, Yumi. Wie läuft die Ermittlung? Wie läuft die Ermittlung? Hoffentlich gibt es keine Probleme damit. Ich habe die Anansicht nach Schmugglerware durchsucht. Gute Arbeit. Hast du was gefunden? Ich habe die Schmuggelware bei mir. Auf dem Schiff war nichts Illegales. Noch nicht, ich melde mich später. Also doch, sehr gut, Captain. Ich hab sie. Dein Einsatz für uns ist einfach vorbildlich. Zuerst gefiel es mir nicht, dass du so überqualifiziert bist. Aber inzwischen ist mir das egal. Jedenfalls wird mein Team das Schiff übernehmen und es vollständig durchsuchen. Sicher ist sicher. Oh, aber ich... bevor ich's vergesse. Hier ist dein wohlverdienter Lohn. 3300? Okay. Gut, dann sehe ich mal zu, dass ich ein paar Sachen verkauft kriege. Ich habe jetzt wieder alles zu voll hier. Alle Anfragen und Beschwerden sind an menschliches Personal. So. Und dann würde ich auch schauen, dass ich vielleicht das Schiff doch mal ein bisschen umbaue. Wir haben ja jetzt die Zeit, wir haben jetzt auch ein bisschen Geld. Beziehungsweise... Hey, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, das Ding hat jetzt Geld. Hat immer noch kein Geld. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich einmal kurz pennen gehen. Für ein paar Stunden. So, bis zum Cockpit einmal und dann aufstehen, schlafen legen und dann wieder raus. Beziehungsweise wo ist ein Spind des Captains hier? Da. Ne, das war ja das. Wo ist ein Frachtraum. Hä? War das nicht immer hier? Wo ist ein Frachtraum hin? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen doof. Dass ich meinen eigenen Frachtraum hier nicht mehr finde. Egal. Oh, Sarah macht sich davon gemütlich. Ist aber auch sehr eng hier. Aber egal, ich... Lagerkiste, okay.
einmal 24 Stunden pennen. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt gleich mit dem Geld da beim Automaten aussieht. Denn ich würde da schon gerne jetzt den ganzen Krams, was wir haben, wieder verkaufen, ein bisschen loswerden. Wir sind eher überladen. Und unser Schiff noch einmal komplett umbauen. Da haben wir heute mal wieder eine Umbaufolge. Schiffsbaufolge. Und dann können wir auch mal schauen, dass wir demnächst irgendwie mal wieder zur Erde gehen oder zu einer unserer anderen Basen. Gut geschlafen? Ja, danke. Auf jeden Fall lange geschlafen. So, ouch. Okay, ein Schaden haben wir jetzt wieder. So, aber das Ding muss jetzt Platz haben. Kann ich dir nicht Platz, sondern Geld haben. 5000 hat es wieder. Nice. Dann den brauchen wir ja nicht. Das brauchen wir ja nicht. Den brauchen wir nicht. Die auch nicht. Den nicht. Den nicht. Den nicht. Weltraumexperte eigentlich die auch nicht. Und den können wir jetzt nicht verkaufen. Hat der jetzt nicht mehr genug Geld dafür. So, Rucksäcke. Ja, komm, machen wir den weg. Wir bleiben bei unserem. Der kann auch weg. Und die können weg. So, habe ich hier noch was? Verkaufen aus Dings. Okay, hier. Der sieht aber auch sehr cool aus, der Orion. Aber hat wieder kein Geld. Hier sind aber auch Notizen wieder. Und sehr viele Ressourcen. Schiffseigentümer müssen sich um Parasiten auf ihren Schiffen kümmern. Wir wollen hier ja einmal reparieren. Du konntest noch landen, also kann nichts Schlimmes kaputt sein. Okay. So, das. Okay, kein Problem. Beziehungsweise, warte, nochmal zurück. Hat er vielleicht neue Schiffe im Angebot? Du findest sicher was, was dir gefällt. Ne, der hat jetzt nur 4 Schiffe. Aber 222.207 Credits hat er momentan. Also hat er ein paar auf jeden Fall geschafft gehabt zu verkaufen. Den möchte ich immer noch haben. Oder wenn wir bauen unser Schiff jetzt mal um. Okay, und dann gehen wir mal richtig auf Jagd nach Schiffen, dass wir ein paar klauen können. Schiffsbilder. Ich nehme hier mal alles weg. Wir können das ja noch komplett hier, von Grund auf bauen. So, hinzufügen. Womit fangen wir an? Wir fangen tatsächlich dann damit an, würde ich sagen. Die Landebucht. Ich würde den hier tatsächlich nehmen und anfangen, aber den lassen wir diesmal vorne statt hinten. So, dann nicht damit. Den Docker lassen wir auch mal sein.
Wohnmodule, würde ich sagen, fangen wir mal an. Dimos Kajütenleiter, Lagerraum. Den kann ich da nicht hinsetzen. Warum nicht? Packen wir den dann mal hier hin. So. Dann Lagerraum. Nee, All-in-One-Anlegeplatz. Die Wohnmodule von Dino? Nee. Waffenkammer, Captain-Wohnquartier, Computerkern würde ich dann vielleicht hier hinsetzen. So. Kann ich den duplizieren? Duplikat. Packe ich den mal hier hin zu. Dann haben wir hier einen, das nach unten führt. Dann machen wir da unten so einen Dreier. All-in-One-Anlegeplatz, Technikstation. Technikstation B, Wohnquartiere. Ja. Dann haben wir hier einmal die Wohnquartiere. Vielleicht unten auch die Technikstation A und B. Hier auf der Seite machen wir A und auf der Seite machen wir B. Ist ja 20 Meter lang. Geht ja noch. Dann oben machen wir, nein, oben hier Waffenkammer. So. Kontrollzentrum. Vielleicht doch hier vorne. Oder nochmal eins nach oben. So, dann haben wir. Und die Wohnquartiere packen wir mal hier hin. So, also beziehungsweise Captain Wohnquartier. Krankenstation. Wissenschaftslabor. Werkstatt. Komm, das packen wir mal hier hin. Den Wissenschaftslabor. Dann haben wir hier die Waffenkammer und hier Wissenschaft. Dann fehlt noch die Werkstatt. Die packen wir mal dahin. So, dann fehlt. Ach komm, wir machen dann nochmal zwei Wohnquartiere noch dazu. Oder ein, zumindest hier hinten, unten. So in der Art. Ja. So, dann haben wir ja hier Kajütenleiter wieder. Lagerraum. Wofür ist der Anlegeplatz? Der macht Passagierplätze. Wir den mal nach hinten, dann haben wir jetzt 36 Meter. So, Reaktorkern. Was kann ich denn nutzen? Ich würde den hier gerne nutzen wollen. Packe ich mal hier hin. Nee, den packe ich hier hin, weil hier kommt dann die Docking Station hin. So, Schilde.
Kann ich... Ich pack den mal hier an die Seite. Weil ich noch nicht weiß, wohin damit. Struktur machen wir gleich. Waffen machen wir gleich. Stationen haben wir ja. Fracht. Dann nehmen wir die Dinger wieder. Packen wir hier hin. Hier hin. Und auf der Seite ebenfalls. So. Habe ich jetzt vergessen zu duplizieren. Dann haben wir wieder Fracht. Dann ist es ein bisschen längeres Schiff. So, Cockpits. Sollen wir wieder die Viking nehmen? Erstmal. Nach hier hin. Obwohl erstmal hier. Das können wir aber auch nur an der Seite packen, nicht nach vorne hin. Ja, dann packen wir das mal hier hin. Erstmal. So, Docker. Das ist oben. Das ist unten. Obwohl, der macht eigentlich mehr Sinn, wenn wir den so hier dazu packen. Obwohl... Können wir den hier ein bisschen verschieben. Das ist jetzt Captain Wohnquartier. Und das ist das Kontrollzentrum. Dann lassen wir das mal so. So, Antrieb. Kümmern wir uns gleich mal drum. Treibstoff brauchen wir ja noch. So. An sich wäre das eine Idee. Dann würde ich das hier mal ein bisschen anders machen. Dass wir das dann so hinpacken. Das auch nochmal nach oben. Hier hin. Und dann hier die Dinger. So. Und duplizieren auf die andere Seite. Ich glaube, den können wir doch vielleicht hier hinpacken. Ja, lassen wir das mal so. Nee. Getriebe. Was das angeht, haben wir nicht viel zur Auswahl. Würde ich das dann hier hinpacken? So. Und dann für hinten auch nochmal hier hinpacken. So. Wie viele Fehler haben wir noch? Minimale Anzahl Antriebe, Schiff hat zu wenig Antriebe. So, den Graf brauchen wir ja auch noch. Der sieht mega aus. Aber es ist C. Wir können nur A nehmen, aktuell. Wir hatten den.
würde ich vielleicht den hier nehmen wollen, mal gucken. Packen das hier mal dazu. So, Wohnmodule hatten wir ja schon, Reaktorkern. Der fehlte uns hier noch. Würde ich den hier nehmen. Und dann dahin packen. So, Schilde haben wir. Struktur machen wir gleich. Waffen machen wir gleich. Stationen haben wir. Fracht haben wir. Cockpits haben wir. Antriebe. Können wir tatsächlich das hier nehmen? Obwohl, wenn man das... bisschen schlauer machen würde, als ich das jetzt gerade mache. Ich glaube, hier unten wäre das blöd. Aber wenn ich das dann hier hinsetzen würde, ich gucke mal. Kostet mich jetzt schon wieder 44.000. Oder wir nehmen das. Packen das hier hin. Und auch nach oben. Nehmen den weg. Und den. Und duplizieren das hier hin. So wie einmal runter. Dann wird das von der Höhe passen. So, was fehlt uns noch? Mindestanzahl Fahrwerke. Schiff hat zu wenig Fahrwerke. Okay. Könnten wir die vielleicht doch eher hier hinsetzen. Und dahin packen. So. Und dann könnte man noch ein Mittelfahrwerk oder sowas packen. Wo waren die? Genau hier. Packen wir so, dann ist es genau mittig. Ist jetzt nur die Frage, passt das dann am Ende? So, mehrere Reaktoren, nur ein Reaktor ist erlaubt. Wir haben mehrere Reaktoren. Ah, okay. Dann nehmen wir den hier raus. Das war dann ein bisschen doof von mir. Aber gut, dann haben wir da Platz für einen von denen mehr, sage ich mal. Oder wir packen den nach oben. Nehmen die mal raus. 4 Warnungen. Geringe Mobilität. Ja gut, wir packen... Warte mal, wir nehmen andere Antriebe. Wo waren
würde tatsächlich eigentlich am liebsten den hier nehmen. So. Und hier auch nochmal. Ah! Passt nicht. Stimmt, weil das Klasse B ist. Ja, dann nehmen wir halt doch Ares. Und den auch nochmal für oben oder für unten. Ja. So, was fehlt da? Was fehlt noch? Geringe Mobilität. Vielleicht doch einen nochmal oben dazu. Den hier. So. Okay, passt von der Mobilität immer noch nicht. So, aber ich wollte dann jetzt ein bisschen Struktur reinbauen. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, eigentlich hier das zugeht einmal. Bremsantrieb. Könnten wir hier hinpacken. Hier und hier. Dann Dimos-Dämpfer Backbord. So. Und mittig. Dann hier Verkleidung vorne. So. Dimos Hülle, Dimos Kühler. Den Skek. Ah, das gehört nach unten. Das können wir hier nach oben setzen. Und die dann hierhin. Dann müsste es sowas hier in der Richtung geben. Ja, perfekt. Nice. Das will ich nicht, das will ich nicht, das nicht. Das könnte man hier setzen, einfach mal als Akzent. Sind schon bei 42 Metern auch. Dimos Flügel. Boah, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Gibt es das auch für hinten? So. Und dann, wenn man für oben noch so einen kleineren Flügel hätte. Nicht so ein, aber schon etwas, was ein bisschen spitzer zuläuft.
hätte schon gerne einen der Pistolen. Okay, nehmen wir den. So, ich sehe jetzt nicht, wo der hier ist. Der muss schon da hin. So, was machen wir jetzt mit der Stelle hier? Ich glaube, da können wir die Kühler hinpacken. Da waren ja Kühler mit bei. Hier, Kühler. Achso. Gibt es keinen seitlichen Kühler? Das mal dahin dann. Da passt er nicht mehr hin. Dann reicht das schon. So, hier. Und hier. Wird schon reichen. Sieht schon ein bisschen besser aus. Ich bin immer noch nicht ganz zu 100% zufrieden. Aber jetzt brauchen wir Waffen. So, Laser würde ich auf jeden Fall gerne nehmen. Mit drinne. Ich würde. Ja. Hier oben auf jeden Fall die Laser. Ballistisch bräuchten wir auch. Ich glaube, das ist ballistisch. Die würde ich dann ja hier hinpacken. Und Laser Dragon. Ich glaube, ich nehme die hier noch mal raus. Nein. Laser Dragon. Puls Laser Dragon. Ne, ich bleib bei den Laser. So, und hier auch nochmal. Und den würde ich dann nach hier oben hinsetzen. So, drei Fehler habe ich noch. Schiffgröße, Schiff übersteigt maximal Länge, Breite oder Höhe. Schiffswaffen müssen einer Gruppe zugewiesen werden, ja. Okay, ist es zu lang? Okay. Irgendwas übersteigt die Klasse. Klasse B. Auch Klasse B. Auch Klasse B. Das sind die Waffen. Habe ich wieder nicht drauf geguckt. So, Vanguard, Autoprojektor, Obliterator. Okay, warte. Elektronenstrahldestruktor. Dann nehmen wir die Vanguard-Dinger. Da oben die Raketenwerfer. Dann die Laser Flare. Ja, komm. Geh dran. Wie weit runter muss ich gehen? Was denn wieder für ein Fehler? Ach, nicht zugewiesene Waffen. Okay, da geht noch. So, dann auch nochmal hier hin. Und was brauche ich noch? Ich würde die Autokanone nehmen. Dann. So, kostet jetzt 66.000. Wie weise ich die Waffen jetzt nochmal zu? Waffen.
So. Ich würde hier mal Laser nehmen. Warte mal. Hier dann die Autokanone. Und hier den Raketenwerfer. So, was sagt er jetzt für eine Warnung? Passt. Okay, dann fehlt mir jetzt nur noch die Farbe. Alles auswählen. Und Farbe. So, Farbton 1 war ja wie immer schwarz. Farbton 2 war auch schwarz, meine ich. Und hier war rot. Sieht trotzdem noch aus wie ein Klotz, aber halten wir. So. Annehmen. Ich höre. Dann will ich mir das jetzt mal ansehen, was ich jetzt... Ah, da, Stroud Eklund. Nice. Sieht aber auch schon... Sieht schon viel cooler aus, finde ich. Nur, dass wir halt immer noch überladen sind. Jetzt will ich mir das einmal von innen ansehen. Ich hoffe, wir können da jetzt vernünftig überall durchlaufen. Recycelte Luft ist einfach nicht das Wahre. Recycelte Luft, ja. So. Hier wollen jetzt viele Leute mit mir reden. So. Hallo, Captain. Hi. Was wolltest du? Ich muss über die Sternenblüter sprechen. Du ja. hast doch kurz Zeit, oder? Ja, komm. Oder? Wie können wir nicht den Rest unseres Lebens davon reden? Es könnte eine neue Ära für die Menschheit sein. Oder es ist ein aufwendiger Streich oder es gibt eine andere simple Erklärung. Mhm. Das sind auf jeden Fall keine Menschen, das sind bestimmt Zeitreisende. Bestimmt ist das nur ein extrem fortschrittliches Schiff einer anderen Fraktion. Anderer Fraktion weiß ich nicht. Ach komm, ich sag mal Sie das. Sie waren definitiv ungewöhnlich, aber Aliens wirken so unmenschlich. Ich habe einfach so viele Fragen. Wir brauchen einfach mehr Daten. Es muss einen Weg geben, sie rauszulocken und herauszufinden, woher sie kommen. Wir wissen, dass sie das Artefakt wollen. Das ist entscheidend. Wir müssen ihnen mitteilen, dass wir nichts Böses wollen. Da bin ich auf jeden Fall. Nun ja, wir hatten definitiv einen schlechten Start. Das wird also schwer zu erklären. Das könnte ein Wendepunkt für die Menschheit sein. Oder es könnte sich eine mächtige neue Fraktion erheben. Es könnte eine Art Elite-Militär-Tech sein. Oder ein gelangweilter Fantastilliardär. Wir wissen nur, dass sie das Artefakt wollten. Dringend. Die Sternblüter sind bloß ausgefallene Diebe, mehr nicht. Flirten? Nee. Spielt das eine Rolle, warum sie es wollten? Vielleicht haben wir ihr Verhalten falsch interpretiert oder sie standen unter Zwang. Wir sollten vorsichtig bleiben, aber auch die Möglichkeit zur Kommunikation bestehen lassen. Wir müssen wissen, was sie antreibt. Stimmt, dazu sind weitere Beobachtungen nötig. Weitere Begegnungen mit ihnen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir sie nie wieder. Okay. Sie will ja auch noch was. Was gibt es? Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so etwas wie diesen Sternblütern begegne. Wir haben keine Antworten gefunden, sondern nur noch mehr Fragen.
Es ist wirklich unglaublich, oder? Ich wusste schon immer, dass wir nicht alleine sind. Das Weltall ist so riesig, es muss voll von Dingen sein, die wir uns nicht ausmalen. Das stimmt mir auf jeden Fall zu. Das beweist diesen Gedanken wohl als schlüssig. Auch wenn man sie bisher für unmöglich gehalten hat, mir gefällt es gar nicht, bedroht zu werden. Egal von wem. Ja, da stimme ich dir zu. Sie versuchen ganz offensichtlich, uns Angst zu machen, um uns von etwas fernzuhalten. Niemand wird uns aufhalten. Wir sind schon zu weit gekommen. Für mich war das weniger eine Drohung, eher eine Warnung. Irgendwie haben sie es so dargestellt, als wären wir die Bösen. Wie kann die Suche nach Antworten so gefährlich sein? Diese Sternblüter stehen offensichtlich mit den Artefakten in Verbindung. Ergo auch mit dem Tempel, den du gefunden hast. Haben sie diese Artefakte erschaffen? Sie nur in ihren Besitz gebracht? All das deutet darauf hin, dass wir vieles noch nicht wissen. Wir müssen mehr Artefakte finden. Sie sind unsere einzige Spur. Wenn wir weitermachen, begegnen wir vermutlich wieder den Sternblüten. Das macht alles deutlich komplizierter. Du machst dir doch keine Sorgen, oder? Ich komme eh nochmal das. Du hast recht. Und wenn uns das gelingt, begegnen wir vielleicht auch wieder den Sternblütern. Wir müssen in Zukunft äußerst vorsichtig sein. Sie scheinen viel über uns zu wissen. Vielleicht können wir auch mehr über sie erfahren. Wir sollten unsere Suche fortsetzen. Es gibt noch so viel zu tun. Okay. Jetzt will ich weiter mal das Schiff ansehen, wie das jetzt aussieht. Wieso kann man... Wieso macht das Spiel das immer so kompliziert hier aufstellen? Ne, jetzt ernsthaft, also kann man das irgendwie umstellen, dass die nicht... Kann man das alles einstellen, wo hier welcher Durchgang jetzt ist? Das geht mir auf den Sack hier. Dass es so kompliziert gemacht wurde. Hier, ich will ja nicht, dass... Gefällt mir gar nicht, wie... das Spiel hier mir die Wege dazu teilt. Lass mir raten, hier ist irgendwo... Ja, hier war der nächste Weg nach unten. Hier auch schon wieder. Und hier geht's nach oben. Was soll denn der Mist? Ich habe Lust auf ein Abenteuer. Jetzt ernsthaft, was soll denn der Mist? Das hier war ja auch ein Schlafzimmer, Gemeinschaftsraum, ohne Betten. So. Was war denn da? Das war der große hier, okay. Kann ich dir irgendwie helfen, Captain? Das mit diesen, mit den Gängen hier, das gefällt mir gar nicht, wirklich. Also wie die das hier so random einfach machen. Ja, wenigstens mein Zimmer hier, meine Kapitänskajüte für sich abgeschlossen. Nein. Ach, hier ist noch eine Tür. Irgendwann werden wir das Schiffssystem hier definitiv verstanden haben, wie man das hier alles genau löst. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, hier zu sagen, der Raum soll bitte da durchgehen und so weiter. Aber so wie das jetzt erstmal gelöst ist, gefällt mir gar nicht. So.
Also... Dein Schiff ist größer als das von Papa. Ja, das höre ich öfters. So. Ich habe hier wieder Klamotten, die ich hier einlagern kann. Oder doch nicht. Wo ist jetzt eigentlich nochmal mein Dings? Wo ich die Schiffsfracht gucken kann. Hast du neue Bücher für mich? Du wolltest Bücher? Du installierst dauernd coole neue Sachen. Hier ist jeden Tag Weihnachten. Hm. Ich dachte, ich kann ihr so Bücher geben. Aber wo ist jetzt das Ding, wo ich die Fracht reinpacken kann? Ist das hier? Jetzt ernsthaft, wo ist das Ding hin? Ich muss meine Fracht irgendwo verstauen. Da! So, okay. Ich habe hier ja jede Menge Zeugs, das ich brauche. Wie den hier. Oder das hier. Das hier. Anzüge habe ich hier auch. Wieder jede Menge. Falsch rum gemacht. So, Kleidung. Das alles erstmal weg. So. Hilfe. Den brauche ich jetzt so nicht. Die behalten wir. Den Neurojack weg. Penicillin auch mal rein. Das packen wir mal da rein. Behalten wir drauf. Verbände. Viereckige Pizza. Wassertrinkpack. Wodka-Trinkpack. So, Ressourcen. Erstmal alles rein. Sonstiges. Radspule. Glücksstiefel. Solomon-Karten. Und hier hatten wir ja noch... Den muss ich nochmal umlagern. Ne, den muss ich umlagern. Captain. Jo, so. Kleidung. So, den packe ich da rein. Und packe hier das wieder zurück. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Ich muss wirklich definitiv eine Lösung hierfür finden, für das mit dem Schiff. Ich arbeite mit dem Bau. Captain. Weil das geht mir so dermaßen auf die Nerven, dass die sich alle falsch verbinden, also mit dem Wegen. Dass die einfach hier random irgendwo diese Wege machen. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte schon selber aussuchen, wo die Wege sind. Und das tut's halt nicht. Bisher. Egal, ich schau mal, dass ich dafür eine Lösung finde. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.